Hast du schon einmal von Store Procedures gehört, gesehen und gefragt, wie diese funktionieren? Sind diese wirklich schwierig zu verstehen? Nach diesem Video solltest du keine Angst mehr von Store Procedures haben. Ich erkläre dir anhand von Beispielen, weshalb du Store Procedures in deiner täglichen Arbeit benötigst oder auch deine Arbeit erleichtern können, wie du diese erstellst und auch anwendest. Am Ende dieses Videos habe ich nochmals alle wichtigen Punkte für dich zusammengefasst. Viel Spaß beim Ansehen. Allgemein. Gespeicherte Prozeduren, Store Procedures, sind vereinfacht gesagt nichts anderes als ein hinterlegter SQL-Code, der am SQL-Server abgespeichert ist und über einen Namen aufgerufen werden kann. Man kann sich eine gespeicherte Prozedur wie ein SQL-Programm vorstellen. Zumindest so stelle ich mir das immer vor. Dass es auf dem Server gespeichert ist und vom Client nur aufgerufen wird. Mit Store Procedures können komplexe Verarbeitungen von Daten vorgenommen werden, die sonst mit einfachen SQL-Anweisungen nicht möglich wären. Des Weiteren können auch Store Procedures mit Parametern aufgerufen werden, wie es bei anderen Programmiersprachen auch üblich ist. Somit eine Ein- und Ausgabemöglichkeit. Es ist auch eine Exception-System bzw. eine Fehlerbehandlung möglich in einer Store-Procedure, um gewisse Fälle oder If-Konstrukte abzufedern. Store-Procedures werden daher häufig verwendet, um große Datenmengen in Datenbanken zu verwalten und zu transformieren. Mittlerweile ist es so, dass sehr viele Datenbanksysteme gespeicherte Prozeduren unterstützen. Hier ein kleiner Auszug, beginnend mit DB2, Informix, Oracle, SQL Server, MySQL und PostgreSQL. Natürlich haben viele dieser Hersteller den SQL-Standard übernommen, aber auch ja, vereinzelte Abweichungen oder Erweiterungen vorgenommen. Aber im Wesentlichen oder im Grundprinzip ist die Funktionsweise von Store Procedures in den Datenbanksystemen gleich. Ja, ein weiterer Themenpunkt ist, Store Procedures können auch Geschwindigkeitsvorteile bei großen Datenmengen hervorrufen oder vereinfachen. Daher sind sie ganz besonders im Data Warehousing-Bereich ein ganz essentieller Faktor. Kommen wir nun zu der Erstellung und Ausführung einer Store Procedure. Der Aufbau. Wie ihr seht, ist der Aufbau einer Store Procedure sehr einfach und schlicht gehalten. Es bewährt sich, jede Store Procedure mit Kommentaren zu versehen. Wie hier mit einem Slash und Stern deklariert in der ersten Zeile das Kommentarfeld. Hier in diesem Kommentarfeld gebe ich beispielsweise den Autor dieser Store Procedure an. Als weiteren Punkt beschreibe ich die Store Procedure, was möchte ich oder was bezweckt diese Store Procedure. Und was sich auch bewährt in dem Kommentarfeld, ist eine Historie, wenn nachträgliche Anpassungen oder Verbesserungen durchgeführt wurden,
sind, dann empfiehlt es sich, wenn man eine Historie angibt mit dem Datum und ein kurzes, knackiges Kommentar. Der Aufbau selbst nun von der Stored Procedure, der Syntax, beginnt mit Create Procedure und nachfolgend der Name dieser Prozedur, wie sie heißen soll. Im nächsten Themenblock sind dann die Variablen zu definieren, gefolgt von einem As. Und nach diesem As kommt der eigentliche SQL-Code hinein. Abschließend tut man eine gespeicherte Prozedur mit dem Go und mit einem Semikolon. Wenn nun eine Stored Procedure erstellt worden ist in der Datenbank, kann sie mit Execute und der Name dieser Prozedur aufgerufen werden. Ich befinde mich nun auf dem Datenbanksystem, in diesem Fall SQLite Online. Dort kann ich sehr einfach SQL-Abfragen testen und ausführen und bin in diesem Fall auf eine MS SQL Datenbank verbunden. Nun möchte ich eine Stored Procedure anlegen und beginne mit einem einfachen SQL Statement. In diesem Fall gibt es nur eine Tabelle, die nennt sich Demo und diese möchte ich nun mit einem Select from Demo abfragen. Wie man sieht, erhalte ich nun sechs Datensätze von dieser Tabelle. Nun möchte ich genau diese Abfrage in eine Stored Procedure speichern. Wie vorhin erklärt, müssen wir dazu ein Create Procedure und dann der Name dieses Stored Procedure, ich nenne MySP, gebe noch ein S hinzu und schließe ab mit einem Go Semicolon. Nun führe ich diese Abfrage aus und wie ihr seht, ist nun meine Prozedur angelegt. Gut. Im nächsten Schritt möchten wir natürlich diese Stored Procedure testen, ob diese funktioniert. Wie vorhin auch erklärt, kann eine Stored Procedure mit Execute, Exec und der Name dieser Prozedur MySP, die kann ich hier wieder auswählen, abfragen. Wie man sieht, erhalte ich nun exakt das gleiche Ergebnis wie vorhin über die SQL-Abfrage. Es lassen sich auch diese Stored Procedure mit einem, wie bei einer Tabelle mit Drop, auch wieder löschen. In meinem Fall muss ich noch Drop Procedure MySP hinzugeben. Nachdem wir uns nun gemeinsam ein Beispiel angesehen haben, wie Stored Procedures erstellt werden und ausgeführt werden, möchte ich euch noch abschließend zu diesem Video eine Zusammenfassung der wichtigsten Vorteile zu Stored Procedures mitgeben. Punkt Nummer 1. Der SQL-Code in der Stored Procedure kann an einer zentralen Stelle auf dem Server gewartet und ausgetauscht werden. Punkt Nummer 2. Änderungen an einer Stored Procedure hat keine Auswirkungen auf Client-Software, welche diese verwenden. Punkt Nummer 3. Der SQL-Code läuft oftmals schneller, da er auf dem Server ausgeführt wird und nicht beim Client. Punkt Nummer 4. Je nachdem, nach der Komplexität der Anfrage wird die Menge an Daten beim Aufrufen reduziert, da nur der Prozedurname aufgerufen werden muss und somit
die Entwicklungen oder Implementierungen übersichtlicher werden. Punkt Nummer 5. Der SQL-Code in dieser Stored Procedure bleibt auf dem Server. Hier kann er vor dem Zugriff und vor Veränderungen geschützt und berechtigt werden. Punkt Nummer 6. Gespeicherte Prozeduren erlauben über eine Reihe von Sicherheitsfunktionen eine bessere Berechtigungssteuerung. Falls ihr noch Fragen dazu habt zu Stored Procedures, dann hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.